Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich bin schon gar nicht mehr in Deutschland, sondern schon in Wien, denn ich besuche hier Jule und natürlich auch Stefan. Aber ich möchte euch das letzte Wochenende natürlich nicht vorenthalten, denn es war ein ganz, ganz, ganz besonderes Wochenende für mich. Denn es war der erste Wettkampf von einigen meiner Athletinnen. Denn am Samstag war die Newcomer-Meisterschaft beim DBFV und am Sonntag war die Süddeutsche Meisterschaft. Und ich hatte auch eine Athletin, die bei einem Pro-Qualifier gestartet ist. Also ich hatte wirklich ein busy Weekend, aber es war extrem, extrem schön. Ich bin so krass stolz auf meine Athletinnen. Und das möchte ich euch, wie gesagt, nicht vorenthalten. Deswegen seht ihr einmal ein kleines Recap von dem letzten Wochenende. Ich bin super happy, wie das Ganze gelaufen ist. Wir haben komplett abgeräumt. Wir haben zwei erste Plätze, sprich einmal deutsche Newcomer-Meisterin, süddeutsche Meisterin. Wir haben zwei zweite Plätze, drei dritte Plätze und drei fünfte Plätze. Also richtig, richtig crazy. Meine Athletin, die in Budapest gestartet ist, hat den vierten Platz beim Pro-Qualifier gemacht. Also, Leute, es war ein erfolgreiches Wochenende. Ich bin extrem happy, extrem stolz. Und ja, es war natürlich auch teilweise ein bisschen busy, anstrengend, weil ich so viele Athleten auf einmal dort hatte. Aber es war einfach cool. Ich bin extrem stolz, dass ich so ein großes Team mit zu diesem Wettkampf nehmen konnte. Ich bin extrem stolz auf das, was meine Athletinnen da die letzten Wochen und Monate geleistet haben. Denn, das möchte ich hier unbedingt mal betonen, es ist absolut nicht selbstverständlich, eine Prep bis zum Ende durchzuziehen. Und wenn ihr mal auf die Bühne gehen wollt oder ihr gerade auf dem Weg zur Bühne seid, glaubt mir Leute, dieses ganze Projekt wird von so vielen Leuten abgebrochen. Weil es ist hart, es ist herausfordernd, ihr werdet mal ganz dunkle Tage haben, aber genauso werdet ihr halt auch richtig tolle Tage haben, wo ihr voller Euphorie seid und natürlich ein richtig, oder hoffentlich natürlich einen richtig schönen Wettkampftag. Ich bin richtig happy, dass ich damals so früh schon auf die Bühne gegangen bin, weil das hat erst so richtig das Feuer in mir entfacht. Aber ja, es ist absolut nicht selbstverständlich, dass man das Ganze auch schafft und meine Kundinnen haben es einfach so krass durchgezogen. Da hat keiner rumgejammert, da hat keiner irgendwie, dass ich so dachte, okay, die macht ihr Cardio nicht, die ist nicht nach Plan. Nichts dergleichen, Leute, es wird einfach krass durchgezogen. Und wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich, wirklich nicht. Die Leute, die abbrechen, die werdet ihr niemals zu Gesicht bekommen, weil die machen kein Instagram oder sagen dann, hey, ich habe abgebrochen. Klar, selbst das bekommt man ab und zu auf Instagram mit, aber der Großteil der Leute, die abbrechen, die werden wir auf Social Media zum Beispiel niemals sehen. Aber glaubt mir, Leute, diese Leute existieren. So, weil es ist einfach hart. Aber, wie gesagt, ich finde, es lohnt sich. Jeder, auch schwere Tag lohnt sich. Und ich habe lieber ein Leben, wo ich mal denke, okay, wow, jetzt gerade geht es richtig an die Substanz und dann geht es wieder so steil bergauf und man hat einfach ja, richtig tolle Tage, wie halt hier so eine Monotone zu fahren. So, deswegen, ich bin einfach so happy, dass ich früh angefangen habe, dass ich den Wettkampfsport für mich entdeckt habe und vor allem, dass ich das jetzt an meine Kundinnen weitergeben kann und ich einfach auch dieses Feuer bei denen sehe, ist extrem schön. Und ja, ich bin super dankbar, dass ich so ein tolles Team habe, dass ich so tolle Kundinnen habe, die mir auch so ein tolles Wochenende ja bescheren, weil ich hatte einfach richtig viel Spaß und habe es sehr genossen und ja, bin total erfüllt, happy, stolz. Und freue mich auf die kommenden Wochen, denn das war quasi erst der richtige Saisonauftakt. Und jetzt folgen noch einige Wochenenden voller Wettkämpfe und da bin ich einfach hyped. Leute, ich bin hyped. Naja, das wird also der Inhalt dieses Videos. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wenn ihr Fragen zum Thema Wettkampf habt, stellt sie sehr gerne mal in den Kommentaren. Und dann können wir uns da ein bisschen austauschen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Wettkampfvideo. Man muss es halt richtig. Wie ist es jetzt richtig rum? Oben mit vorne ist breiter. Greif auch schon mal zu. Ich wollte gerade so. Also, er ist abgewaschen. Kein Problem. Kein Problem. Es geht gut neben dir. Ja, wenn ihr schon so blöd sagt, dann also ist es anders. Nein, also pass auf. Das ist vorne. Ist es nicht. Ist es eben nicht. Es ist tatsächlich so, dass das oben sein muss. Und das muss unten sein. Und wenn du es andersrum hältst, dann funktioniert das alles nicht. Aber ich verstehe es. Sah gerade eben kurz etwas schmaler hier oben aus. Genau, ich verstehe es halt. Aber es darf nicht vorne schmaler sein. Aber ich verstehe es halt an sich schon eher nicht, weil es ist ja eigentlich. Und schon eher nicht. Und Laura? Nein. Und Laura? Ja, ja. Und Lea ist ja Medizinstudentin. Warum verstehst du das denn nicht? Naja, also rein aus von der physikalischen Komponenten-Sichtweise ist es. Also ich als Grey's Anatomy Profi, demnach auch quasi halbes Medizinstudium bereits abgeschlossen, erfolgreich. Sag mal,
sind nämlich einen Schritt voraus. Ja. In welchem Semester bist du? Das weiß ich auch nicht so genau. Wir haben schon eine Menge Farbschichten gemacht. 7 in der Zahl. Und machen jetzt Goodiebags. Meine Kundinnen sind alle da hinten am Trocknen. Und Hannah packt das jetzt schon mal noch zu Ende. Auf jeden Fall gibt es für jeden ein Shirt. Ein wunderbares Shirt. Dann Riegel. Auch fein. Proben. Proben, 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 Proben. Ja, finde ich cool. Und ansonsten ist es jetzt auf jeden Fall schon spät, 22.20 Uhr. Ich wollte im neuen Bett liegen, das hat schon mal nicht geklappt. Ich habe noch Mehl offen. Ist da auch noch was gleich? Nee, ich bin durch. Okay, ich mache jetzt noch eine Schicht Farbe und dann esse ich mein Mehl und dann gehe ich ins Bett. Wir sehen uns morgen. Morgen ist Showday. Leute, crazy. Ging auch schnell jetzt wieder. Mhm. Geht immer so. Ja, ich freue mich aber auch schon wieder auf meinen Schulter. Ich hatte nämlich gerade eben mit Leonie ein bisschen gequatscht, weil sie gefragt hat, wann ich wieder starte. Und da habe ich so, schon wieder Bock. Aber wir haben noch ein bisschen. Aber ich freue mich schon. Okay, wir sehen uns. Ready? Aber geht ja auch. Das ist ja auch die sicherere Variante, meinst du, oder? Okay, bitte dann hier auch. Haben sich die Beine verändert? Von hinten? Finde ich schon. Gell? Ein bisschen. Nummer 9, Leonie Kunz vom Händler. Die Startnummer 110. Platz 5. 101, Lea Skabete. Lächeln, lächeln, lächeln. Ja, klar. Wunderbar, oder? Ja. Man hört nur wunderbar. Und somit. Samira Gretsch vom Muscle-Based Gym Lolla. Herzlichen Glückwunsch. Deutsche Newcomer-Meisterin der Bikini Fitness 2. Ich denke, da war es drüben, da war es drüben.
Die war besonders glücklich. Schau mal, wie glücklich. Das ist natürlich total räudiges Fleisch, ne? Aber die nur wenn ich einmal hier im Kaufland bin, gibt es die. Kennt ihr das? Ja. Aloe Vera? Achso, doch, das kenne ich, aber das Getränk kenne ich nicht. Auch lecker. Kennt ihr das? Beste Apfelkompott von Fittini. Einmal bitte hier näher kommen. Das ist eine ganz große Empfehlung. Das Apfelkompott. Gibt aber auch Apfelmus, auch zu empfehlen. Aber Apfelkompott noch ein bisschen geiler. Mit Stücken und Süßungsmittel. 100 Gramm, 40 Kalorien. Für Hanna gibt's mal Taschen. Babynahrung. Aber ich liebe die auch. Ich liebe die. Joko, auf Hanna. Was haben wir denn für 70 Euro gekauft? Ja, diese ganzen Opferprodukte. Stopp mal, dann, die werden alle unter 1 Euro. Ja, und den Eintudler. Wo ist der denn eigentlich? Mein Lieblingsgetränk. Also ja, generell, Hanna schon ja. Ein bisschen. Und, dann und alle geilen Produkte hat eigentlich Hanna in den Leben. Aber Hannas Produkte fixt mich gar nicht an irgendwie. Ja, aber der Rest vom Schützenfest. Das ist schon geil. Würstchen sind einfach nur. Also, ich finde, sie haben gut frei gesprochen. Sie haben überhaupt nicht auf ihre Karten geschaut. Ich würde sagen, das war eine 1-. Zu meiner Verteidigung. Nochmal, Jan. Zu meiner Verteidigung habe ich ebenfalls bei der Fleischerei Schäfer bestellt. Fleischerei. Schäfer. Und mit dem Code Maschinenbau. Wie bei so einem Logopäden komme ich mir das hier irgendwie vor. Was gibst du denn für Geräusche noch von mir? Okay, du lachst. Die Fleischerei Schäfer. Kennt ihr? Ja, also. Ja, als Vegetarier kennt das bestimmt. Ja, aber in irgendwelchen YouTube-Videos. Ja, und die haben auch die guten Rinderbeißer. Jan und ich sitzen. Jan und ich sitzen wirklich in Bonn im Café, ne, trinken dann tollen Pumpkin Spice Latte und packen John so ein Fleischschlägel da. Hat sie eingetunkt? Nee. Wir sitzen da. Ich bin ja nicht sehr zutrauen, also. Aber es sah aus, als hätte ich den so lose aus meiner Tasche gezogen und so eine Wurst. Du hast nochmal einen ganz wichtigen Nachtrag hier. Also, das ist jetzt hier wirklich. Hä, ist aber wirklich relevant, weil hier wurden die Augen plötzlich doch groß. Ja, es wurde extra nochmal die Kamera gezückt, ja. Und zwar die Würstchen. Wie gesagt, ich möchte nichts zu der Qualität des Fleisches sagen, aber die Werte sind die gleichen Werte wie Hähnchenfleisch. Darum geht's ja. Das tatsächlich. Von diesen Würstchen wird auch schon. 100 Kalorien auf 100 Gramm und 20 Gramm Eiweiß. Ja. Die haben kein Fett? Also wie viel hat zwei oder so. 2 Gramm. Von diesem Würstchen wird ja auch schon und seit Jahren gesprochen. Ne? Die schmecken ja auch gut. Allerdings hatte ich dann in Portugal den Fehler gemacht, da gab es nämlich dann auch so ein Würstchen. Und ich hatte dann wirklich da Hals über Kopf, 3 Gläser. Ja, das ist schon ein Jahr her, ne? Über ein Jahr. Ich habe dann Jackson verfüttert bekommen. Oh, die arme Socke, ey. Der hat auch gar nicht verstanden, dass das ekelhaft war. Wir haben auf Deutsch drüber gesprochen. Und wir sind Jackson, probier mal. Ich weiß noch, meine Oma damals, die hat das immer den Faden so angeleckt und das dann hier durchgetan. Und ich weiß noch, meine Tante, die meinte, nicht schnell einfach ab, schnell einfach schräg ab. Und da hat die Oma gesagt, nee, das ist totale Fadenverschwendung, wenn man da immer was abschneidet. Da sehen wir auch wieder den Sparfuchs, ne? Klar. Kommst du mit Nadel und Faden zurecht? Ich komme mit Nadel und Faden zurecht, aber das ist natürlich jetzt auch nicht die hochwertigste Nadel, die wir hier hatten in deinem Swing-Kit. Das Equipment hat Luft nach oben, sagen wir mal, wie es ist. Und da war ich immer von der Fraktion, ich mache einfach den Faden schon mal richtig lang, damit ich nicht so oft dieses Prozedere wiederholen muss. Und da hat die Frau aus der Libre immer gesagt, langes Fältchen, faules Mädchen. Das war auch eine Ansage, ne? Fingerhut? Das war auch irgendwie nur der erste Stich, der so ein bisschen problematisch war. Bin ich ja mal gleich gespannt, wenn du die anziehst. Mhm. Weil oben, die rutscht ja wirklich auf 7:30, wenn du die
Normalerweise, dass sie dann runterrutscht, okay, aber die Bilder hat ja fast der Knie hier hängen. Aber hast du es trotzdem gut gehandelt? Hast du gut gehandelt? Souverän. Wenn du die Ziele machst, dann ist deine Idee, dann ist es sicher. Und dann ist deine Idee machen. Weil dann kannst du dich hier wieder mehr zeigen. Süddeutsche Meisterin der Bikini-Fitness-Klasse 2, die Startnummer 25, Samira Götzsch vom Muscle-Based-Gym Lolla. Herzlichen Glückwunsch an euch. Wir sehen Laura Gildert. Ich habe gestern gewonnen, zusammen gemacht. 111, 113 und 114. Und wo ist Showtime, Michael? Komm! Laura Dildert, Muscle-Based-Gym. Ja, das war der anstrengendste Tag überhaupt. Wie lange warst du denn hier drin? Was sind wir Backstage gegangen? Ja.